Das ist ja noch schlimmer. Das war das Geilste, was ich hier gegessen habe. Wow. F*** dich. Wie informierst du dich über solche Dinge? Das ist die beste Limited Edition von so einer Süßigkeit, die ich bisher gegessen habe. So ein Geschmack, den ich noch nie geschmeckt habe. Ich finde, die riecht auch komisch. Hallo. Mir fallen immer wieder Dinge ein, die ich noch nie gegessen habe. Aber Frühstück ist wirklich hart. Ich glaube, ich saß gestern eine Stunde nur am Überlegen, was man zum Frühstück essen könnte, was ich noch nie gegessen habe. Ich will jetzt nicht einfach nur, ich habe noch nie dieses Müsli gegessen oder so. Ich habe aber ein Gericht gefunden, was ich noch nie gegessen habe. Und zwar habe ich das auf TikTok gefunden. Heißt das Egg Drop Sandwich. Für das Sandwich brauchen wir Brioche Buns. Das ist so dieses süße, weiche Brot. Ich habe keins gefunden, was nicht vorgeschnitten war. Ich war in drei Supermärkten und das war das Einzige, was ich gefunden habe. Die auf TikTok, die machen immer so fette Scheiben und das sind jetzt halt nicht so fette Scheiben. Da brauchen wir Eier und ich muss einfach Rührei machen. Ich habe vor allem, also ich habe Brioche Buns schon mal gegessen, aber okay, ich habe schon mal Brioche Burger gegessen. Ich dachte gerade, ich habe das noch nie als herzhafte Speise gehabt. Ich habe die immer nur so gesnackt einfach. Aber dass ich Burger damit gegessen habe, zählt jetzt einfach nicht, okay? Und ich habe das Gericht noch nie gegessen. Wir brauchen zwei Pfannen. Ich glaube, da kommt noch Avocado dazu, aber ich habe voll vergessen, Avocado zu kaufen. Aber ich mache noch Tomaten rein, weil ich finde, Ei mit Tomate ist so geil. So, also jetzt müssen wir einfach nur Rührei machen. Das Sandwich-Zeugs anbraten und dann belegen wir das. Kannst du schon fleißig am Content produzieren? Bei Gott, ist der peinlich. Fleißig. Na, wie war's im Gym? Es war sehr voll. Ah. Ich stand am Ende in der Umkleidung. Mit dem Richard. Und der hat mit so einem Typen gesprochen. Und keine Ahnung, worüber die genau gesprochen haben, aber irgendwie kam die dann so, und ich bin ja auch noch 30. Und der Typ, der das gesagt hat, war offensichtlich nicht 30. Ah, okay. So als Joke hätte er das dann gesagt. Aber dann hat er gesagt, zumindest kann ich mich so fühlen. Denn in diesem Land ist ja mittlerweile alles möglich. Der Alte? Ja. Hä? Ja. So meint er das. Ja, ja. Oh mein Gott. Das ist ja noch schlimmer. Ja, ja, er meint oh. Als Soße machen die eine Mischung aus Mayo, Sriracha und Kondensmilch. Ich glaube, ich mache aber einfach nur Mayo drauf. Das sieht so geil aus. So, jetzt haben wir hier unser Brot. Hätte ich zwei machen sollen. Und das so. Ich dachte irgendwie, die wären größer. Jeder isst erstmal eins, dann kann ich ja gleich noch mal was machen. Und dann die ist echt klein. Ich hätte auch erst die Mayo drauf machen können und dann durchschneiden. Ach, schön. Salat. Dann das Rührei. Nein! Ich habe den Käse vergessen, oh mein Gott. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Ich muss noch einen. Nee, ich muss noch Käse machen. So, jetzt ist es aber richtig. Boah, das sieht so geil aus. Wow. Was geht ab? Boah, das sieht ultra sexy aus. Das sieht schon geil aus, oder? Das sieht richtig sexy aus. So, guten Appetit. Prost. Prost. Boah. Boah. Das ist unglaublich. Das war das Geilste, was ich hier gegessen habe, glaube ich. Junge, ich liebe das, ich weine ein bisschen. Warum ist das so geil? Aber ich brauche jetzt jeden Butter und Fett bestellen. Die Tomate da drin ist auch geil. Ich habe noch nie eine so geile Tomate geschmeckt. Also, nicht nur wegen der Tomate, sondern auch weil die so. An dem Rezept ist eigentlich gar keine Tomate, sondern Avocado. Das ist unglaublich, da muss Tomate rein. Da muss Tomate rein. Mach das und mach das mit Tomate.
Das schmeckt wie der geilste Frühstücksburger, den man essen kann. Ja, Mann! Wir machen jetzt Mittagessen. Und zum Mittagessen gibt es... Ich mag das nicht, diese Wörter auszusprechen. Weil wenn man es zu deutsch ausspricht, ist dann alle so, das heißt so und so. Und wenn man so tut, als könnte man es richtig aussprechen, sind alle so... Willst du es mir sagen? Ich spreche es aus und du bewegst einfach die Lippen. Risotto! Risotto. Hast du das schon mal gegessen? Ich dachte immer einfach, Risotto ist Reis, der auf eine spezielle Weise zubereitet wird. Also, ich glaube, das ist sehr Milchreis-ähnlich. Aber das, nur, dass ist, man das, halt ein, ist das dann, wenn man so einen Haufen daraus macht? Oder? Nee, das ist so, wenn man so eine cremige... Man hat so einen cremigen... Es ist One-Pot auch, was wir heute machen. Am Ende so ein cremiges Pilz-Risotto. Dann habe ich es noch nie gegessen, nein. Dann bin ich auch gespannt. Ja, ich habe es noch nie gegessen. Wirklich? Du hast es ein... Risotto! Wir haben jetzt Champignons. Zwiebeln und Knoblauch, eigentlich hätten wir den getrennt machen sollen, weil in einem muss erst Zwiebeln und. Aber ist egal. Hättest du mir früher sagen. Ja, wusste ich auch nicht in dem Moment. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier die Champignons anbraten. Das war die letzte Löffel. Und hier machen wir jetzt Zwiebeln. Und Knoblauch. Ich esse mein Risotto gerne mit Hähnchen. Fein bist du. Habt ihr Hähnchen? Es ist gar nicht One Pot. Stimmt. Das ist ja voll die Verarschung. Das ist ja so ein Lügner. Ich weiß auch gar nicht, warum die das getrennt macht. Das machen wir nie wieder. Nee, das braucht zwei Pfannen, nicht so. Die du dann wieder per Hand spülen musst. F*** dich. Jetzt muss der Risotto da rein. Ach, da rein, okay. Genau. Und ein bisschen so. I'm under the water. Please help. Ich weiß noch nicht ganz, wie viel da immer rein muss, aber ja. Wie informierst du dich über solche Dinge? Ich gucke mir Rezepte an, ich gucke mir ungefähr 20 Rezepte an und dann merke ich mir die und dann mache ich was. So wie man halt kocht. Du schreibst dir das so auf Karteikarten. Nein, in meinem. Ich gucke mir die einfach an und ich gucke mir TikToks an, ich lese mir Rezepte durch und dann kommt das halt dabei raus, ne? Und dann vergisst man am Ende Parmesan reinzumachen oder so. Vergiss den Parmesan nicht! Ich glaube, der Risotto, das Risotto? Ich hab immer so Artikelprobleme. Oh, Nordrisotto. Der Risotto ist ein norditalienisches Beigericht. Es ist jetzt fertig, glaube ich. Deswegen können da jetzt die Champignons rein. Das sieht schon gut aus. Schon lecker aus, ja. Jetzt muss da noch Butter rein. Geil! Heute ein sehr butteriges Essen hier. Jo. Und dann kommt da noch Parmesan rein. Wir haben sehr viel Parmesan noch. So, und dann kommt da noch Petersilie rein. Und das war's. Heute gibt's mal keine Tischchen. Guten Appetit. Guten Appetit. Sehr schön. Ja, das ist wirklich lecker. Ich glaube auch. Oh, heiß. Bisschen heißer. Warum hatten wir das noch nie? Oder? Also mal die Protein rein. Das ist sehr lecker. Und einfach? Naja, man hat zwei Pannen gebraucht. Scheiße, Mann. Wie sagst du auf einer Skala von 1 bis 10? Schon so eine 8. Ich hätte 7 gesagt. Und? Aber auch mit Potenzial zu 8, ja. Wenn man noch was Proteinreiches reinmacht, ne? Ja, genau. Warte, hier ist unser neuer Freund. Wie soll er heißen? Ist so ein Robert. Was, Bruder? Robert. Oder ist das ein Girl? Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ist eher ein Boy, ne? Ja. Dagobert. Nee. Ja, war nicht gut. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Und wir probieren jetzt Hanuta Cookies. Das sieht richtig geil aus, aber ich habe Angst, dass es nicht ansatzweise schmeckt wie Hanuta. Jo. Und Hanuta ist schon geil. Nee. Hanuta ist schon geil. Das Knoppers ist geiler. Ja, aber Hanuta ist auch geil. Ja, ist okay. Haben wir nicht mal irgendwie Hanuta gegessen und ich fand die nur noch ganz gut, oder? Ja. Aber ich denke jetzt wieder, weil die mir so lange Hanuta hatten. Ist aber wie Duplo. Also mittlerweile wissen wir, wie geil Duplo ist, aber immer wieder im Leben denkt man, ah, Duplo ist, glaube ich, nicht so geil. Und dann isst man so ein Duplo und ist so, boah. Aber es sieht eigentlich sehr geil aus. Es sieht schon sehr lecker aus.
Schmeckt gut, aber es ist nur ein bisschen crunchy. Diese Keksstücke da drin sind unnötig, ne? Mhm. Also, ich bin immer noch mehr Fan von normalem Hanuta. Ja, same. Und Hanuta ist schon geil. Nee. Aber ich glaube, das ist die beste Limited Edition von so einer Süßigkeit, die ich bisher gegessen habe. Weil die sind meistens scheiße irgendwie. Das ist auch gefühlt die erste, bei der ich mir vorstellen kann, dass wir die leer machen. Ja. Darauf kann man mal Bock haben. Ja. Wie eine Banane. Also bei Obst und Gemüse wird es langsam wirklich schwer, was zu finden. Aber ich habe noch eine Frucht gefunden, die ich noch nie gegessen habe, glaube ich. Und zwar Papaya. Da waren auch so große. Ich dachte, ich kaufe dann erstmal eine kleine, wenn es die schon gibt. Ich hoffe, die schmeckt jetzt nicht anders als die großen. Ich weiß nur von Videos, wie die von innen ungefähr aussieht. Und ich glaube, man kann die einfach durchschneiden. Und dann sind in der Mitte so Kerne, oder? Das sieht so schön aus. Dann hole ich mal diese Kerne da raus, glaube ich. Es riecht sehr fruchtig, aber sehr säuerlich auch. Boah, das viele Kerne. Kann man damit was machen? Irgendwie esse ich auch nie so exotische Früchte. Kann man alles davon essen? Hier sieht es viel... Sieht ein bisschen pervers aus. Perverses Schwein. Hier sieht es viel juiciger aus als das hier. Ich löffel da jetzt einfach mal raus, oder? Ich glaube, so viel kann man auch nicht falsch machen. Bah. Das ist echt so ein Geschmack, den ich noch nie geschmeckt habe. Das schmeckt wie so eine Honigmelone, die so einen anderen Flavor einfach bekommen hat. So, wirklich. Also ich kenne diesen Geschmack kenne ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht ganz, ob ich ihn mag. Schmeckt sehr interessant. Ich glaube, ich würde mir nicht nochmal eine holen. Also Honigmelone schmeckt mir zum Beispiel viel besser. Aber ist okay. Es ist so ungewohnt einfach. Irgendwie ist auch voll wenig Frucht drin. Deswegen holt man sich eine große, weil in der kleinen einfach nichts drin ist. Das geht ab. Hast du schon mal eine Papaya gegessen? Nee, ich habe auch noch nie eine Papaya gegessen. Hast du schon eine Papaya gegessen jetzt? Jetzt habe ich schon eine Papaya gegessen. Dann sag mal nicht, wie es ist, weil ich muss es ja nun herausfinden. Hi, Kaya. Hast du schon mal eine Papaya gegessen? Ich hatte noch kein Papaya. Nee, sehe ich gar nicht. Hi, guys. Darfst du Papaya essen? Weiß ich gar nicht. Ich darf alles. Alexa, können Hunde Papayas essen? Hier ist eine Antwort, die ich von reference.com übersetzt habe. Hunde können Papaya sicher essen. Sie können auch Papayasamen essen, aber viele mögen den pfeffrigen Geschmack der Samen nicht. Kai, du kannst sogar die Samen essen. Ausgezeichnete Quelle für Antioxidantien. Alexa, danke. Ist ganz lecker, aber ist, glaube ich, nicht mein Obst. Naja, fand ich auch nicht. Mhm. Ich finde, voll, das schmeckt so richtig wie so eine Frucht. Das ist so ein Fruchtgeschmack, den ich noch nie geschmeckt habe. Ja, so. Same. Ich finde, es schmeckt ein bisschen wie die künstliche Melone. Ich habe auch gesagt, wie eine Honigmelone mit einem anderen Flavor einfach. Ja. Massisch? Rieschen reicht Toder? Okay, ist aber auch super billig, ey. Wirklich, das muss so klein sein, damit die das direkt wegsnacken kann. Richtige Pipi-Eaterin. So eine Pipi. Okay. Aber das ist nicht gut. For content like a drone. Bah. Na gut? Nein. Mehr? Bitte nicht. Okay. Nein, lass mal. Ist nicht ihr Ding. Ich leg das mal weg. Ich bin voll angewidert geguckt. Das gar nicht. Ach, das first auch taste auch nicht gegessen. Ach so, ich hab's auch nicht gesehen. Kaya, ja, ey. Also Kaya ist wirklich so eine picky Eaterin, ne? Aber dir hat's okay geschmeckt. Kern? Okay, das probiere ich mal. Und das ist mehr ihr Ding. Wow. Ja. Cinco Roberto. Na, was geht? Pizza! Hast du auf Pizza? Pizza! 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 Die große Krabbe-Pizza ist die Pizza super knusperig. Weil wir noch nie Pizza gegessen haben. Na, wir haben, hast du schon erzählt? Naja, ich habe noch nichts erzählt. Wir haben eine spezielle noch nie gegessen. Und zwar haben wir noch nie eine Pizza
Spaghetti. Moment, Kaya hat sich hier gerade... Ja, Bruder, was ist das? Hör zu, geh hier hin. Okay, aber New for Pizza. Und jetzt? New for Pizza. Wir haben noch nie eine Pizza mit Spaghetti gegessen. Wow. Weil die sieht so eklig aus. Du kannst ja nicht nur einen Dip mitbringen, wenn du den Dip komplett wegfetzt. Du holst dir gleich einfach Aioli. Wir teilen uns beide. Flo löffelt immer diese Dips aus, ey, das ist unglaublich. Es heißt doch Dip. So ja, rein. Aber da bleibt nichts hängen. Und du so. So, wir nehmen hier extra zwei Stücke und richtig viel Spaghetti drauf. Hatte der Rupert muss im Rupert Bild muss auch, hat der jetzt einen Namen? Wissen wir noch nicht. Unser erstes Mal Pizza mit Spaghetti drauf. Mhm. Nicht so schlecht wie gedacht. Aber würde ich mir niemals nochmal holen. Nee. Also wer das gerne isst. Da würde ich mir lieber eine Pizza holen und dann noch Nudeln. Ich finde, die riecht auch komisch. Ja, die schmeckt hauptsächlich nach Tomatensoße. Ah, nee. Das ist auch nicht mein Ding. Ah. Oh mein Gott, Leute, ich habe das Trinken vergessen. Ja, was soll das? Sorry. Ich habe gedacht, wir probieren heute einfach mal zwei Fritz-Cola-Sorten, die wir noch nie getrunken haben. Boah, okay. Das riecht schon Hammer. Also wir haben Apfelkirsch, Holunder und... Honigmelone. Prost. Prost. Schon geil. Schon auch geil. Ja. Beide geil. Beide geil. Also. Ich weiß nicht, welche besser ist. Ich glaube, ich finde die ein ganz kleines bisschen besser. Die ist ganz bisschen geschmacksintensiver als die, finde ich. Aber das macht die auch geil. Ja. Also deswegen sind beide geil. Geil. Kurzer Recap der letzten 20 Sekunden. Geil. 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 Beide geil. Was ist eure Lieblings-Fritz-Cola-Geschmacksrichtung? Müssen wir nächstes Mal prüfen. Müssen wir einmal alle probieren. Wir haben noch einen letzten Snack. Was Liebevolles. Und ich wollte einfach mal Danke sagen. Cringe. Merci, Lovelies. Merci. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Habe ich zum ersten Mal gesehen und sah geil aus und ich dachte so, ja, Mann. Ich finde, die sehen eklig aus, weil die fruchtig aussehen. Die sehen aus wie Linderkugeln. Oh, voll schön. Voll wenig. Nougat, Crunch, Nussmandel, Praline in edelbitterweiße Mandel und Praline, Milchpraline. Was wollen wir essen? Nougat, oder? Also Nougat klingt schon am geilsten. Nougat können wir am besten bewerten. Aber dann haben wir noch eine Weiße vielleicht. Ja. Essen wir das Beste als erstes wahrscheinlich. Ja, deswegen. Das ist auch blöd, ne? Sehr hart. Aber das ist sehr geil. Sehr geil. Das ist schon ein guter Nougat und so. Ich krieg den dritten. Nein. Der ist schon aber Hammer. Geil. Die essen wir jetzt auch, oder? So hart. Wir können dann auch noch einen der eher schlechtesten probieren. Ja. Das ist jetzt edelbitter. Oh. Erstmal einteilen. Boah, das schmeckt wie eine rote Linderkugel. Voll geil. Ja. Die kannst du haben. Obwohl, schmeckt ein bisschen besser als eine rote Linderkugel. Aber kannst du trotzdem haben. Ja, das war's mit diesem Video. Das war's mit diesem Video. Tschüssi. Nächste Woche gibt's wieder ein Video. Hey, also darf ich jetzt bitte was Gutes probieren? Das eben war schon echt scheiße. Hallo? Oh, läuft no? Was geht? Danke, dass du zum Like und Abo aufrufst. Ja, stimmt, like mal for snacks. Ich hatte nur kein Papaya. Ich hatte nur kein.